Es geht mal wieder weiter, ihr kleinen Mörder-Assassinen. Mega mäßig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen Fragezeichen gemacht und sind ein bisschen durch die Welt getingelt. Heute wollen wir mal eine neue Mission beginnen. Und zwar befinden wir uns, ich weiß gar nicht, wie es heißt, verlassenes Ackerland. Genau, hier oben in Attika. Wir werden diese Mission starten. Mal gucken, wo sie uns hinführt und auf den Weg natürlich noch jede Menge Fragezeichen mitnehmen. Wir befinden uns hier in der Stadt Dekeleia und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen zum Meucheln. Oder zum Beklauen. Scheint verlassen, oder? Die letzten Muikaner hier. Ich weiß nicht. Alexios, bei den Göttern. Was? Du kennst mich? Wie kannst du mich erkennen? Ich bin total vermummt. Bei den Göttern, Hitor, bist du das? Du siehst, du siehst alt aus, mein Freund. Wann habe ich dich zuletzt gesehen? Kefalenia, der Auftrag von Markus, weißt du noch? Wir standen Rücken an Rücken, umzingelt von wütenden Piraten. Wie grinst er denn? Als hätte er ein Dildo im Arsch. Oder Liebeskugeln. Och, Kollege, Junge. Du guckst ihn ganz schön verliebt an. Ach ja. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich dir den Arsch gerettet. Polier deine Erinnerungen wie deine Rüstung. Und schon stehst du glänzend da. Ich hörte, du hättest dich in Attika niedergelassen. Ich dachte immer, du stirbst mit dem Schwert in der Hand. Und nicht, dass du als Geschäftsmann erfolgreich wirst. Das Schwert, von dem ich immer dachte, dass ich es mitnehme, ist fort. Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du einem alten Freund beistehen würdest. Du meinst Api? Du hast das Ding geliebt. So ein Befehlshaber kam her und verlangte, dass ich sein verfluchtes Schwert repariere. Und als ich das nicht konnte, sagte er, ich sei verpflichtet, ihm einen Ersatz zu geben. Und er wollte das Schwert, das an meiner Wand hing. Das geht mal gar nicht. Ich bringe dir Api zurück. Mach bloß keine Dummheiten. Ich vermisse sie so sehr. Hey, du kennst mich. Deshalb mache ich mir ja Sorgen. Kollege, ich hab dir immer schon den Arsch gerettet, also... Na, ganz ruhig bleiben. Wo finde ich den Befehlshaber? Er ist hier in Attika, in der Festung Philly. Festung hört sich geil an. Wir müssen ja noch ein paar Polemarchen töten. Warum diese ganze Aufregung um ein altes Schwert? Sie ist das Einzige, was ich liebte, das mich nie verließ. Und woran erkenne ich Api, wenn ich sie sehe? Hast du etwa das Heft aus Gold und die Schlange, die sich um die Klinge windet, vergessen? Sie war immer scharf, was auch war. Und wenn ich sie schwang, tja... Dann sangen die Sirenen des Todes. Sie hielt mich in jedem Gerangel am Leben. Daran erinnere ich mich. Diese Konversation kann man auch falsch verstehen, ne? Außerdem klingt das dann im Schwert, das ich gern hätte. Ich sollte gehen. Denk daran, wir wollen keinen Ärger. Schleich dich rein und befreie sie. Das kannst du doch noch, oder? Diese Frage ist keine Antwort würdig. Wenn das eine Festung ist, Freunde... Schnallt euch an, dauert länger. So, wo sollen wir denn hin? 580 Meter. Das ist ein ganzes Stück. Hier. Ach so. Ich war jetzt kurz verwirrt. Ich dachte, was soll ich denn machen? Aber das ist ja ein freundliches Lager, so wie es aussieht, oder? Mir wird auf jeden Fall nichts angezeigt. Ich gehe mal kurz hier zum Schmied. Paar Sachen verticken. Ich finde mal wieder meinen Marker nicht. Da. Ich und meine Marker. Ey, das ist die Neverending Story, ehrlich. Geh mir aus dem Weg. Bin schon wieder in die falsche Richtung gerannt. Also doch. Weil normalerweise wird mir das auch immer hier auf der Karte angezeigt.
So wie jetzt. Ob wir heute zur Festung kommen, müssen wir mal abwarten. Je nachdem, wie gut wir hier vorwärts kommen. Ich würde noch ganz gerne ein paar Fragezeichen aus der Ecke mitnehmen. Icarus, du machst mich fertig. Hier ist doch der Point of Interest. Und noch ein Rätsel. Oh je. Jetzt haben wir bald zugeschissen mit den Rätseln. Was siehst du denn hier überall, Junge? Können wir uns jetzt hier drauf konzentrieren? Drauf geschissen. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Kann ich hier an den Schmied? Kann ich dir helfen? Ja. Geht. Die Soldaten sehen mich nicht. Aber der Schmied mit dem Rücken zu uns läuft. Was hat der denn so im Angebot? Irgendwas, was ich gebrauchen kann? Hier unten irgendwelche Tafeln? Nope. Nee, Kollege. Dann kommen wir auch nicht ins Geschäft. Der Tag ist noch jung. Zweifel ruhig, wenn du willst. Ich werde es nach meiner Schicht ausprobieren. Die mich sehen? Ich würde ganz gern von der anderen Seite anfangen. Ach so, hier darf ich noch. Ja, ist ja gut. Ihr lacht euch jetzt wahrscheinlich kaputt. Ich hätte auch mit dem Schmied normal sprechen können. Das passiert. Die Lippen ab. Ja, komm doch her. Versuch doch mal. Ich hab's gehört. Ja, ich pfeif doch auch wie ein Bescheuerter hier rum. Da-da-da-da. Reicht. Brauchen wir nicht zum Kampf wechseln? Kann den da nicht runtertreten? Was sollen wir denn hier alles mitnehmen? Das Rätsel und ein Schatz. Was da vorne ist. Was? Ihr seid so witzlos. Ahahaha, halt. Nee. Ich dachte, der hat vielleicht noch was dabei.
Achso, der war auf Patrouille, der kam dann wieder. Und jetzt kommt auch noch ein Löwe. Aber wo? Wo kamst du denn her, bitte? Schroffe Ziegen. Folge der Straße nach Nordosten. Zum Strand von Marathon. Suche nach einem schmalen Pfad, der von mysteriösen Steinfiguren gesäumt wird. Man sagt, dass es einst Ziegen waren, die zu Stein verwandelt wurden. Jene mit dem blutverschmierten Gesicht markiert den Ort, an dem du mich findest. Strand von Marathon. Hier oben. Okay. Ja, irgendein Pfad mit einer blutigen Ziege. Kein Problem. Fähigkeiten. Spatiatentritt. Danke. War ein schnelles Ding. Inventar. Oh. Moment. Ich versuche zu vergleichen. Es geht nicht. Tschüss. Achso, wundert euch nicht. Diese ganzen Items habe ich aus meinem Schiff wieder mitgenommen. Marco hat mich darauf hingewiesen, dass wenn man alle Teile zusammen hat... Ja, ich weiß, ich habe die noch nicht. Aber wenn man die zusammen hat, dann werden alle Items auf das aktuelle Level hochgelevelt. Und man kann sich ja dann mal ausrechnen, wie viel Ressourcen man dabei spart. Deswegen habe ich die dabei, sonst verdüdel ich das nämlich wieder. So, ja... Jetzt laber ich rum und komme hier schon gar nicht mehr klar. Wieso ist ja mein Inventar noch hier am Start? Ach so, ja, ist ja gut. Seht ihr, das meine ich mit verpeilt sein. Die Quest. So, danke. Mio, mein Mio. Ah, nochmal da rein. Ah, ich bin aber auch verwirrt heute. Wir sollen eigentlich dahin. Den könnten wir eigentlich auch töten. Hierhin und dahin und dann können wir vielleicht sogar das Rätsel noch lösen. Ich weiß, das sind 600 Meter. Aber wir haben ja einen Hottemax. Bald wird es wieder teuer. Bald müssen wir unsere Ausrüstung upgraden. Hallo, euch Heilko-Erz. Das nehmen wir gerne mit. Jede Menge andere Scheiße. Hottehü, komm jetzt. Kommst du jetzt ran? Ella. Ging ja schnell. Das wäre ein gelber. Zack, zack, zack. Und Icarus, seine entzündeten Augen entspähen alles. Nur nicht in diesem Lager.
Das war's. Ich verstecke mich lieber. Malakas, hör auf zu pfeifen. Na komm her. Man muss hartnäckig pfeifen. Sonst geht er einfach weiter. Ja, sicher. Hm? Nein, geh aus! Ja, Malaka, geh aus! Die brennende Fackel, Alexios. Normalerweise gibt es immer so Schlupflöcher. Zäh. Hier habe ich eins. Wo ist denn der Eingang? Ich will den meucheln. Kriegen die nicht mit. Da oben brennt wieder die Hütte ab. Komm jetzt hier ins Zelt. Vorräte machen wir gleich, wie immer, ne? Gibt er da hinten Zeichen oder was macht der? Hey, nicht ins Zelt. Man muss einfach nur die Nerven behalten. Das ist alles. Zack, zack. Ich mach das auch für 4 Drachmen. Zu dicke Finger. Okay, es brennt alles, nur nicht der Vorrat. Danke. Lecker Militärlager mitgenommen. Hier war nichts mehr. Aber hier. So, wo können wir jetzt noch hin? Kleinigkeit können wir noch machen, ne? Hier. Alexios, jetzt spring doch hier rüber. Nein. Der springt da nicht rüber, das gibt's doch nicht. Spring endlich! Mein Gott!
So ein nächtlicher Dauerlauf tut ganz schön gut für die Knochen. Man kann sich die überflüssigen Funde abstrampeln. Erz und Holz sammeln. Peter, bist du hier? Wow. Das scheint aber eine größere Höhle zu sein. Hier, Ziege, blutig. Aber das kann ja nicht sein. Ich lese noch mal kurz. Die mit dem blutverschmierten Gesicht. Du bist es. Aber eigentlich kann das nicht in diesem Lager sein. Nein, bestimmt eine andere Ziege. Oder? Tja. Sowas verwirrt mich immer. Hier sind Ziegen. Hier schaut sie hin. Wartet mal. Ich musste mal kurz mein Rollo runtermachen. Ich habe hier nichts mehr erkannt. So, mal ohne Scheiß. Ey, das ist die Ziege. Tausendprozentig. Aha. Muss ich erst das Rollo runtermachen, hä? Mit schweren Waffen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gib mir die Hose auf. Zack. Inventar habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hier gibt es auch keine Fragezeichen. Jetzt hier rein. Bin ich durch Zufall über das Rätsels Lösung gestoßen. Gott sei Dank ist Nacht, weil dann schlafen die ja. Hört die Musik? Das weist auf den Kult hin. Hier bin ich genau richtig. Wow, große Ausspielung höre ich.
Hey, Gott sei Dank habe ich mal ein Rollo runtergemacht. Ich hätte hier gar nichts mehr erkannt. Das hätte sich alles erledigt gehabt. Hä? Okay, die sind in der Wand. Verbuggt. Diese Höhlen sind immer sehr dreckig. Weil man hier so schlecht markieren kann. Aber Icarus kann das ja sehr gut aus der Luft, auch wenn es eine Höhle ist. Gefangenen, Schatz plündern, Anführer töten. Wie ein kleines Mäuschen. Komm mal her, bemalte Fresse. Wird Zeit zu sterben. Dein Ziegenkäse gehört mir. Nee, ihr bleibt noch da, wo ihr seid. Ich hab mal Schwein gehabt, ey. Gott sei Dank sind die ein bisschen dämlich. So, ihr bleibt hier und haltet die Füße still. Die Musik kann sich wieder beruhigen, wir haben's. Man weiß nie, ob das ein gutes Metall ist da oben oder nicht. Deswegen muss ich da einmal gucken. Nee, war nur Eisen. Der Befehlshaber ist der Letzte. Vielleicht kriegen wir von dem ein paar gute Informationen über den Kult. Ich meine, die Musik lässt ja darauf deuten. Wo bimmelt's denn hier?
Können wir vergessen. Elektra! Stirb! So schnell kann's vorbei sein. Doch nichts über den Kult. Ich dachte, wir kriegen hier was Geiles über den Kult. Mann, die Musik hätte doch drauf schließen lassen. Wow, was ist denn hier? Opfergabe? Bin ich hier im Blut oder ist das... Man weiß es nicht so recht. Nee, ist Wasser. Schade, ich dachte, wir kriegen Informationen über den Kult. Hätte ich mir verdient gehabt. Jetzt können wir die Gefangenen freilassen, aber wo ist denn der letzte Schatz? Das war komisch. So, hier ist der Schatz. Ich sehe ihn. Er ist immer noch im Visier. Er ist im Visier. Er ist im Visier. Sind da welche? Schöner Schatzberg. Gut, den kann ich mal wieder nicht mitnehmen. Alter, leck die Ziege. Richtig gut. Die Banditen haben echt gehortet. Neuen Jagdbogen. Wir haben aber auch keine Informationen gekriegt hier. Informationen über den Kult in der Nähe, wie beim letzten Mal. Schade. Wirklich schade. Schauen wir uns aber den Bogen an, Inventarmanagement, und dann sind wir auch raus für heute. Aber die Musik, ich hätte schwören können, das wäre so gut gewesen, ey. Nö, danke. Einzig Gute ist, man bekommt die Ressourcen. Yes, Freunde. Okay. Ich würde sagen, für heute war's das. In der nächsten Folge machen wir natürlich weiter mit der Fragezeichenerkundung. Und wir wollen in die Festung. Wir wollen das Schwert unseres Freundes besorgen. Und ich gehe davon aus, das wird in der nächsten Folge stattfinden. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss wird aus. Ich verflüssige mich und bin raus.